Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Ein paar Infos vorweg, wenn ihr was rauschen hört, das ist der kleine Ventilator und der große Ventilator, die beide neben mir stehen, weil es einfach absolut heiß hier in diesem Zimmer ist. Falls ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Katzen und falls ihr was klopfen hört, das sind meine Beine. Außerdem möchte ich anmerken, dass ich das Video hier am 22.05. aufnehme, das heißt bevor die wahrscheinliche Abzocke drin ist. Wie ich sie gerne nenne. Das heißt, ich nehme dieses Video auf, bevor die Pferde, die spezielle Animationen haben, quasi dieser Fähigkeit beraubt werden und erst ab Level 7 das nutzen können. Deswegen wundert euch nicht. So. Ich hatte mir in einem letzten Video, ich weiß nicht, wann das Video hier kommt, keine Ahnung, hatte ich mir einen Appaloosa gekauft und jetzt hole ich mir noch einen Pecheron. Das ist die erste Woche vom Bazar. Und ja, mal gucken. Welches Pferdchen zieht denn bei mir ein? Also, das Pecheron ist ein Generation 3 Pferd, kam 2021 rein, ist also auch schon 2 Jahre alt tatsächlich. Ist ab Level 7 kaufbar, kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 0. Gibt es in 7 Farben, 6 davon sind im Spiel selber zu bekommen und einen gibt es in der App. Die kosten normalerweise 850 Starcoins, bei mir sind sie aktuell reduziert auf 510 Starcoins. Da haben wir eine spezielle Animation, nämlich den sogenannten Elchgang. Genau. Ruf müssen wir keinen haben, allerdings müssen wir für die Pecherons Starwider sein, wenn wir sie jetzt nicht am Bazaar kaufen, da die bei Marlies Farm stehen. Bei Marli? Nee, bei Marli? Ich glaube, die stehen bei Marli. Irgendwie sowas. Ich habe bereits 2 Pecheron. Einmal dieses gute Mädchen hier, die ich mir bei Release gekauft hatte. Und das Pferd aus der App. Ich weiß noch nicht, welche Farbe einziehen wird. Vielleicht... Ah, nee. Obwohl ich den Schimmel auch hübsch finde. Dann haben wir hier noch den Rappen. Den dunklen Apfelschimmel, den finde ich ehrlich gesagt hässlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, der sieht so aus, als hätte seinen Kopf in Farbe getunkt. Dann haben wir hier den Fuchs, sehr schön. Und den Braunen. Ich glaube tatsächlich, ich tendiere zum Fuchs. Und ich glaube, das wird eine Stute bei mir. Ja. Frankreichs geliebter sanfter Riese, das Pecheron, hat eine Geschichte, die so facettenreich ist wie das Land, in dem es zu Ruhm gekommen ist. Das Pecheron, dessen Stammbaum sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt, als mächtige, graue Disterie-Schlachtrösser und gepanzerte Ritter in den Kampf trugen, ist nach der Region Le Perche im Nordwesten Frankreichs benannt. Als die berittene Kriegsführung zu Ende ging, fand das Pecheron eine neue Verwendung als Kutsche und Arbeitspferd. Eine Zeit lang genoss die Rasse weltweiten Ruhm als ideales Zugpferd und wurde zu einem der meist importierten und beliebtesten Pferde Amerikas. Wenn man ein Pecheron betrachtet, kommt man nicht umhin, seine kraftvollen, wohlgeformten Körper zu bewundern. Mit seinen muskulösen Beinen, dem kräftigen Hals und dem markanten Kopf sieht das Pecheron fast so aus, als sei es aus Marmor gemeißelt. Und doch ist die starke Rasse auch wendig und ausdauernd. Dank der Einkreuzung von Arabern und Warmblütern in die Blutlinie. In ihrer Heimat Frankreich sind nur Pecherons mit grauem oder schwarzem Fell im Register erlaubt. Aber in Amerika und auf Jorvik sind alle Farben willkommen. Heute gehören die Pecherons zu den vielseitigsten Zugpferden weltweit. Sie ziehen Wagen und Schlitten, arbeiten in der Forstwirtschaft und nehmen sogar an Springwettbewerben teil. Das Pecheron ist für sein angenehmes Temperament bekannt. Besonders beliebt ist es bei den Jorvik Rangern, die der Rasse den ihr eigenen Elchgang beigebracht haben, mit dem sie sumpfiges Gelände durchqueren kann. Auch nach Jahrhunderten der Weiterentwicklung hat sich nie eins geändert. Das Pecheron ist ein treuer Begleiter, der dich nicht im Stich lässt. Ja, genau. Und noch dazu ein Kaltblut, das mir wunderbar gefällt. Ich liebe es. Es ist schwer, es ist groß, es ist stark. Es hat super tolle Haare. Es ist einfach wunderschön. Wir gucken uns jetzt die Gangarten kurz an. Inaktiv haben wir gesehen, ist Gras. Es hat leider Gottes ein Zucken. Es ist so traurig. So traurig, dieses Zucken.
Ich weiß nicht, ob das Pferd es nochmal macht. Das Pferd im Hintergrund hat es jedenfalls gerade gemacht, falls ihr das gesehen habt. Das Pferd zuckt leider mit dem Kopf. Was absolute Kacke ist. Naja. Jedenfalls, inaktiv haben wir gesehen, das ist der Schritt. Der Trab. Der Kanter. Der Galopp. Der schnelle Galopp. Und die besondere Gangart, der Elchgang. Ja, das waren die Gangarten. Dann gucken wir uns jetzt noch die Mähnen an und dann kaufen wir die süße Maus. Das ist die Standardmähne. Sehr wellig, sehr lockig, richtig schön. Die kurze Mähne, auch ganz hübsch, würde ich ihr jetzt aber nicht verpassen tatsächlich. Zöpfchen. Hier finde ich wenigstens schön, dass der Schweif nicht eingeflochten worden ist. Ich meine, die Zöpfchen so sind immer noch grausam, aber wenigstens wurde der Schweif in Ruhe gelassen. Dann haben wir hier die etwas längere Mähne, auch super schön. Dann haben wir noch diese Mähne. Der Schweif ist absolut ein Träumchen. Und eine spezielle Mähne, nämlich dieses eingeflochtene, wo auch dann der Schweif eingeflochten ist. Aber ich muss sagen, ich bleibe bei der Standardmähne. Die gefällt mir von allen immer noch am besten. Okay. Personalisieren und kaufen. Du bist bei mir auch ein Jungpferd, aber du bist bei mir eine Stute. Du bist mein 212. Pferd. Ginger passt doch eigentlich, oder? Ginger passt doch. Ich nenne sie Ginger einfach. Moment. Muss das Buch wechseln. Fuchs da. Ginger. Ja, das ist ein cooler Name, glaube ich. Dann würde ich sagen, kaufen wir die süße mal. Pferd kaufen. Bist du sicher, dass du das Pferd kaufen möchtest? Ja, ich bin sicher. Stute, Ginger, genau. Prima. Na? Du Koloss, du Riesentier. Sieht ein bisschen aus, als wäre sie dreckig am Bauch. So, ich werde sie in den Stall schicken, anziehen und dann sehen wir uns gleich irgendwo, wo ich euch die Gangarten zeige. So, hier stehe ich jetzt mit der süßen kleinen Maus auf Marlies Farm, weil da stehen die Pecheron nämlich eigentlich. Ja, also farblich gefällt sie mir sehr gut. Ich mag dieses schöne Rotbraun. Ich mag es sehr, dass sie die Mähne auch so schön abgezeichnete Strähnen hat. Ich finde sie generell sehr hübsch. Gut, die Äpfelung am Bauch sieht ein bisschen so aus, als wäre sie dreckig. Als hätte sie sich gewälzt bzw. im Schlamm gelegen. Aber ansonsten finde ich sie wirklich schön. Ich habe ihr das Kuschelwarm in Salbeigrünzeug draufgepackt, das es, ich glaube, beim letzten Winter-Event gab. Und dazu den kleinen abgehärteten Polarfuchs. Genau. Ja. Also farblich gefällt sie mir auf jeden Fall sehr. Achso, noch eine kleine Info. Das Pecheron hat zwar Fesselbehang, in dem Sinne, kann aber trotz allem Gamaschen tragen. Das war 2021 was richtig Großes. Ja, genau. Dann würde ich euch jetzt einfach die Gangarten zeigen und danach gibt es mein Fazit. Ich habe ja, wie bereits gesagt, zwei Pecheron ausgelevelt. Und ja, könnt ihr entsprechend auch ein bisschen was dazu sagen. Viel Spaß!
das waren die Gangarten von unserer süßen kleinen Ginger. Ich guck mal, macht sie dieses Zucken nochmal? Nee, hat sie jetzt nicht gemacht. Ich stand hier jetzt ungefähr 5 Minuten, hab gewartet. Aber nee, hat sie nicht gemacht. Auch nicht, wenn ich abgestiegen bin. Haben sie anscheinend hier fix, keine Ahnung. Jedenfalls, ich mag den Pecheron sehr. Ich bin ein Fan von Pferden, die groß sind, die stark sind, die Muskeln haben. Und ich meine, guckt euch mal diese Bemuskelung hier vorne an alleine. Der Pecheron ist einfach der Hammer. Der einzige Grund, weshalb ich mir bisher nicht mehr von den Pferden gekauft habe, ist zum einen, sie gefallen mir farblich leider nicht so gut, weil halt nur die Standardfarben drin sind. Den Apfelschimmel, den ich mir am Anfang gekauft habe, dem hellen, der hat mir von allen am besten gefallen. Den Rest finde ich tatsächlich farblich etwas langweilig, was nicht heißt, dass der Rest nicht auch einziehen wird. Er wird einziehen, aber da haben andere Pferde dann erstmal Vorrang, auch wenn ich den Pecheron wirklich sehr, sehr liebe. Und was mich so ein bisschen stört, weshalb der Pecheron nicht... Da war es gerade. Habt ihr das gesehen? Ihr habt das Zucken gesehen, oder? Mach's nochmal. Jetzt machst du das. Ich stand hier 5 Minuten. mit der Grund, weshalb ich mir bisher keinen weiteren Pecheron gekauft habe, beziehungsweise darauf gewartet habe, dass sie reduziert sind, ist einfach, dass die Hinterbeine ab dem Kanter leider sehr komisch wirken. Im Kanter geht's noch, wobei man das hier auf der rechten Seite schlimmer sieht, tatsächlich dieses Hochgezogen. Das sieht so ein bisschen komisch aus, als würde die das Bein irgendwie so nachziehen. Und hier, seht ihr das am Hinterbein? Dieses Mechanische. Das sieht nicht flüssig aus, das sieht eher aus, als hätte das Pferd irgendwie Schmerzen oder so im Bein und oder ein künstliches Gelenk oder sonst irgendwas, so ein Roboterbein quasi. Und das sieht man leider in den nachfolgenden Gangarten sehr, sehr stark. Also ab Kanter sieht man das leider sehr, sehr stark. Ich meine, wenn ich level und so, fällt das nicht so krass auf. Aber mir sind die Pferde dann mit 850 Starcoins sind doch ein bisschen zu teuer dafür, dass quasi ab dem Kanter die wie Roboter laufen hinten. Sonst finde ich den Pecheron einfach absolut toll. Ich mag den Körperbau total. Ich liebe es einfach auf dem Pecheron zu reiten. Er ist so wunderschön groß. Nur das mit dem ab dem Kanter, das regt mich halt so ein bisschen auf am Pecheron. Und zusammen damit, dass die Farben mich nicht zu 100% ansprechen, habe ich für mich entschieden, dass der Pecheron leider auch nur reduziert einziehen wird. Da, naja, ich ihn sonst einfach zu teuer finde. Für mich selber. Das heißt nicht, dass das Pferd generell zu teuer ist. Ich finde die 850 Starcoins sind voll und ganz okay. Aber für mich selber ist das Pferd zu teuer mit 850 Starcoins. Deswegen ziehen die Pecheron bei mir nur reduziert ein. Ja. Aber ansonsten mag ich den Pecheron sehr, sehr gerne. Ich mag vor allem diese dichten, dichten Wimpern. Hammer. Ja, dann war es das von mir. Also von mir gibt es eine Kaufempfehlung, wenn ihr euch an den Animationen nicht stört, wenn farblich was für euch dabei ist, wenn ihr natürlich auch den Körperbau mögt. Kann ich euch sagen, kauft es euch. Das Reitgefühl ist wunderschön auf dem Pecheron. Da, dieses Zittern. Ah, diese Bewegung. Gott sei Dank kommt sie wohl nur selten. Ich kann es noch als Fliegenabwehr gelten lassen irgendwo. Es ist nicht so schlimm wie beim Jorvikschen Friesen, aber gut. Ja. Also, wenn euch die Farben gefallen, wenn euch der Körperbau gefällt, wenn euch das Pferd generell gefällt und ihr über die Sache mit den Hinterbeinen hinwegsehen könnt ab dem Kanter, ich meine, man sieht es hier auch schon leicht, dieses Mechanische quasi, ist jetzt nicht so schlimm in meinen Augen. Aber ab Kanter sieht man es halt sehr stark. Wenn euch das gefällt, beziehungsweise ihr damit leben könnt, dann ist der Pecheron absolut eine gute Wahl. Weil er ist wirklich sehr schön zu reiten. Es muss halt farblich auch dann natürlich passen. Wenn da keine Farbe dabei ist, die euch gefällt, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, für euch einen Pecheron zu kaufen. Das müsst ihr dann selber wissen. Für mich gibt es eine Kaufempfehlung für den Pecheron von mir definitiv.
Er lohnt sich zu kaufen. Nur bei mir wird er in Zukunft nur noch reduziert einziehen. Aufgrund der Sachen, dass mir halt die Farben nicht so ganz gut gefallen und weil die Hinterbeine sehr mechanisch wirken ab dem Kanter. Ja. Das war's von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!